Das Wort Frieden war ein Wort, das wir noch nicht kannten. Nach Auschwitz gibt es nichts wie Kunst. Drauf auf die Wuchtel, ehe es zu spät wird. Und das war mein neuer Aufbruch in die neue Welt. Ich habe eine Freiheit empfunden. Unglaublich. Mein Gott, wenn man 18, 19 Jahre alt ist, wenn man dann keine Zuversicht hätte, keinen Mut, wann hat man es denn? Ne? Und ich war halt so. Ich habe auf alles Nein gesagt, was mir angeordnet wurde. Selbstverständlich, meine Familie wollte, dass ich mit ihnen nach dem Westen gehe. Nicht, man ist ja vor den Russen, hat man sich ja mit Recht nicht ganz zu Unrecht gefürcht. Und ich habe halt auf alles Nein gesagt. Und meine Mutter hat noch arrangiert, dass ich mitkomme. Und ich habe Nein gesagt und plötzlich war es vorbei und ich bin allein in Wien gewesen. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich möchte, das war 1945 im Herbst war das, ich möchte Schauspieler, möchte nach Wien gehen, ich möchte Schauspieler werden. Und da hat meine Mutter gesagt, ja, das geht nicht. Schauspieler ist ein Hungerleiderberuf. Du musst etwas Handfestes, einen wirklichen Beruf erlernen, da hat man was davon. Und so war die Pflicht mir auferlegt. Ab 2. Januar konnte ich bei einem Tischler in Wiener Neustadt anfangen. Erstens war es eine Zeit, wo ich jung war. Früher hat man gesagt Pubertät. Aber bei manchen hat die Pubertät mit 12 begonnen und mit 20 aufgehört. Das ist auch wieder so ein dehnbarer Begriff. Aber als Jüngel, sage ich jetzt einmal, habe ich die Zeit empfunden als eine Befreiung. Eine Befreiung von Machthabern. Den Arik habe ich getroffen, damals war er schon so ein liebenswerter Mensch und ein tüchtiger, interessierter Schüler im Jahr 1949-50 an der Akademie Schillerplatz auf der Treppe. Der Zusammenbruch des Naziregimes war von so großer Bedeutung für mein persönliches Leben. Nicht? Das war der Unterschied zwischen Leben und Sterben. Das war für mich ein Moment der Freiheit. Ich meine, ich gehe plötzlich nicht mehr im Rinnsal mit einem Judenstern, sondern ich gehe am Trottoir wie jeder andere Mensch auch. Das war so überwältigend, dass alles andere keine Bedeutung hatte. Nicht einmal der Hunger, der ja vorhanden war für alle Beteiligten. Wir haben uns gefreut, dass Frieden ist. Wir wussten, dass das Töten und das Morden und das Schießen ein Ende hat, von dem wir genug hatten. Auch wir Kinder haben das ja immer wieder gehört. Und man hat sich gefreut, was da eventuell kommen könnte. Mich hat ja eigentlich der Bürgerkrieg 1934 zum politischen Menschen gemacht. Ich war damals 7 Jahre und mein Vater hat mich unmittelbar nach Ende der Kampfhandlungen auf die Stätten des Kampfes geführt, mir die zerschossenen Häuser und die Blutlachen auf dem Boden gezeigt. Und das war für mich als Kind ein Erlebnis und ich bin hellhörig geworden auf überall dort, wo man, wo Menschen
mit Gewalt gegen andere vorgehen. Das hat mich auch zum Antifaschisten gemacht und ich bin ja dann zweimal desertiert. Wir sind 1943, bin ich verschickt worden auf Kinderlandverschickung in die Prein an der Rax. Dann sind wir im Mai 1945 nach Kaprun geflüchtet vor den Russen, haben dort gewartet auf den amerikanischen Einmarsch und konnten erst, glaube ich, jetzt weiß ich nicht, Ende September, Anfang Oktober zurück nach Wien. Und die Ankunft am Wiener Westbahnhof werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Als Knabe habe ich wohl in der Oper gesungen, Theater auch, sowohl in der Volksoper und im Burgtheater. Und kulturell war man ja nicht so verankert, dass es für einen selbst lebensnotwendig gewesen wäre. Aber die Erschütterung darüber, dass so viel zerstört war und mitunter auch die Oper, war natürlich schon groß. Ja. Für mich war es eine schöne Zeit damals, das war nicht für jeden. Viele Leute hatten nichts zu essen und so weiter. Also ich habe damals angefangen zu leben. So hat man eigentlich irgendwo überlebt, noch mit Marken. Und mit einer völligen Umgebung bis zum Staatsvertrag, wo man ja nicht genau wusste, ob man am nächsten Tag auch noch da ist. Frühling 1945. Der Krieg geht seinem Ende zu. Österreich, ein Land in Schutt und Asche. Nicht nur die Bomben der Alliierten, auch die Jahre einer verbrecherischen Diktatur haben Spuren in der Seele der Gesellschaft und ihrer Kultur hinterlassen. Aus den Trümmern kommen Menschen hervor, die in eine ungewisse Zukunft blicken. Manche von ihnen werden das spätere Kulturleben Österreichs entscheidend prägen. Wir sind von Wien aufs Land, eben wegen der Bomben. Und das war ja, im Nebenhaus war ein Totaltreffer. Da waren 33 Tote und ich war, naja, man kann sagen verschüttet, aber nicht so, dass man mich ausgraben musste. Nur durch den Luftdruck sind wir da alle durch die Gegend geflogen im Keller. Man dann hauptsächlich verstaubt, aber erschrocken sehr. Und so gesehen habe ich die Dinge schon sehr nahe mitbekommen. Und dadurch hat damals mein Vater gesagt, das geht nicht mehr, wir müssen weg von Wien und das wird immer ärger. Und sind eben aufs Land dann. Ich glaube, in Wien waren sie schon 2 Monate vorher, denn im Mai kamen sie in Scheiblenkirchen über die Berge herein und die Russensoldaten in dem Sinne. Und da bekamen wir den Krieg unmittelbar zu spüren. Die Angst vor fremden Soldaten war natürlich absolut gegeben. Man hat im Radio immer gehört, was passiert ist, wie der Krieg sich ausgeartet hat. Und wir wussten schon, dass das russische Militär in der Nähe ist, dass sie bereits in Wien sein sollten. Es gab fast kein Telefon, es gab nur immer direkte Meldungen, dass jemand kam und sagt, da, um Gottes Willen, dort sind sie so und so. Und hatte natürlich Sorge und es machte sich schon eine Angst breit, weil die Menschen, die gekommen sind, uns erzählt haben, was dort und dort passiert, ja immer Gewalt war. Wir haben die Gewalt ausgebreitet, so wurde die Gewalt auch zurückgebracht. Und das wussten wir und davor hatten wir eben Angst. Ein bisschen geärgert hat mich schon, dass die Oper und das Burgtheater verbrannt waren.
das Dach von der Stephanskirche weg und so, das war schon ein schauriger Anblick. Ach, wenn man die kaputten Brücken im Donaukanal dann gesehen hat, und das war natürlich je nach Temperament, ist einem entweder das Ober gefallen und man gesagt, toll, oder es hat schon welche gegeben, die gesagt haben, um Gottes Willen, jetzt ist der Hitler weg, jetzt werden nur die Sowjets kommen und was alles nicht gestimmt hat. Im Technion in Haifa, im Keller, neben dem großen Kondensator, wo ich jeden Tag auf jeden Fall das Bim, Bum, Bum, This is London Calling gehört habe. Und es war eigentlich klar, der Krieg ist zu Ende. Ich habe überhaupt nicht an Rückkehr gedacht. Ich habe nur daran gedacht, ob irgendjemand von der Familie Auschwitz oder die anderen KZs oder die Theresienstadt überlebt hat, und wollte eigentlich, als ich dann klar wurde, es hat niemand überlebt, eigentlich wollte ich nach Frankreich auf die Filmhochschule, aber die Franzosen waren nicht sehr freigebig mit Visas. Auf jeden Fall, ich habe keins bekommen. Da haben wir gedacht, naja, vielleicht geht es über Wien besser und gleichzeitig einmal anschauen, was sich dort abspielt. Ich war ja noch Ende 44 in Berlin und habe da eine wirklich zerstörte Stadt erlebt. Und im Vergleich ist ja Wien gut davongekommen, nicht? Wir kamen aus Kaprun, wir haben dort auch gehungert, wir haben aber dann bei Bauern gearbeitet. Und die haben uns gefüttert und so weiter, aber es war Sonne, es waren Blumen, es waren Wiesen. Und wir kamen nach Wien und da stand wirklich eine graue Masse von Menschen, die uns abgeholt haben. Und das war schier, ja. Außerdem war ein Schock natürlich, als ich dann in unser Haus kam, wo meine Mutter alleine gelebt hat, war der große Schock, dass in der Zeit meiner Abwesenheit, wo ich in Kaprun war, eben noch auf Kinderlandverschickung, mein Vater gestorben ist und auch die Nachricht kam, dass mein jüngerer Bruder also gefallen ist. Und ich kam zurück und es war meine Mutter in dem Riesenhaus völlig allein. Das musste man verarbeiten. Ich habe es nicht geglaubt, das war mein geliebtester Bruder und ich habe also immer wieder gedacht, das gibt's ja gar nicht, dass der nicht kommt. Aber mit der Zeit habe ich dann die Besuche am Westbahnhof eingestellt. In den Jahren des Mangels gibt es eines im Überfluss: Optimismus. Wer die Kraft hat, nach vorne zu blicken, wird von der Nachkriegsgesellschaft mit offenen Armen aufgenommen. Heimkehrer aus Krieg und Verfolgung mischen sich unter Dagebliebene, darunter auch solche, die als Mitläufer oder Kollaborateure ungehindert weitergearbeitet haben. Die Generation der Überlebenden beginnt in ersten Schritten mit dem Wiederaufbau. Das Jahr 1945 war natürlich für die Gesamtheit des kulturellen Geschehens so eine Art Stunde Null. Es hieß so, Cultura, Cultura, der Johann Levitas hat er geheißen, hat gesagt, das Burgtheater spielt, die Oper hat zu spielen, noch selbstverständlich. Alles, was Kultur war, wurde aus dem Keller geholt. 1. 2. April kamen die Russen nach Wien. Am 14., 15., so um die Zeit, kam die Order, das Theater hat zu spielen und Ende April hat es gespielt.
Und dann war es natürlich, es gab ja nichts, das war jeden Tag ausverkauft und die Leute waren selig und glücklich. Und das hat natürlich Nachmittag gespielt, denn abends war Standrecht, nicht? Also ab, weiß nicht, 7 Uhr oder was, da konnte man nicht mehr auf die Straße. Und man ist zu Fuß gekommen, die Tramway ist ja, ja, dann Ende des Monats ist schon ab und zu mal eine gefahren, aber die meiste Zeit man ist zu Fuß gegangen. Und da ist einmal etwas Schreckliches passiert, während dieser Tage, wo wir probiert haben, also zwischen dem 14. April und der Premiere, da haben wir geprobt am Vormittag und um die Mittagszeit kam der Portier und sagte, es ist etwas Fürchterliches passiert. Ein junger Mann liegt erschossen vor dem Bühneneingang. Es ist, da ist irgendwas gewesen, der sollte stehen bleiben, ist nicht stehen geblieben, die haben geschossen und er ist tot. Und ja, und da waren wir natürlich alle, Was macht man jetzt? Er sagte, der liegt da, was macht man? Die Polizei anrufen. Wenn man die Polizei angerufen hat und gesagt hat, da ist ein Toter, erschossen von den Russen, haben die gesagt, sie haben nichts damit zu tun. Und dann bin ich irgendwie da hinuntergegangen und habe den armen Teufel, ich sehe ihn noch vor mir, junger Mann, irgendwie gepackt bei den Schultern und nach hinten gezogen, hinter so und nachher, da war so alles Mögliche dort, und habe ihn dort hingelegt, ne? Und bin dann zurückgekommen und habe gesagt, also jetzt kann man wieder raus aus dem Haus. In Wien war natürlich eine ungeheuer lebendige Stadt. Ein anderes Lebendiges als heute. Die Menschen, die zurückgekommen sind, zum Teil Remigranten, zum Teil aber auch aus dem Untergrund aufgetauchte, Verschwundene, die plötzlich wieder da waren. Das Kaffeehaus hat eine andere Dimension bekommen. Ich weiß nicht, wo ich da ein Bild habe, eigentlich im Café Repun. Das Café Repun gibt es nicht mehr. Wo ein Herr, ein älterer Herr sitzt und einen Kaffee anscheinend gerade bestellt und der Kellner sich zu ihm beugt und sagt, es ist sehr schön, Sie nach 6 Jahren wiederzusehen. Die Hoffnung drückt sich in der Kunst aus und die Hoffnung zu Positiverem hat sich in der Zeit ganz besonders stark ausgedrückt. Also sofort wurde musiziert, sofort wurde Theater gespielt. Man hatte keine richtigen Bühnen, man hatte kein Make-up und keine Kostüme, aber man hat gespielt und ich fand, das ist ein wunderbares Zeichen. Das ist eigentlich schnell gegangen, weil die Hitlerei war plötzlich vorbei und die gekommen sind, waren junge, entweder Maler, Plastiker, Leute, die die Kunst über Ausstellungen konsumiert haben und interessiert waren, dass die Kunst und die Kultur von den jungen Menschen, die wollten ja alle entweder Maler werden oder Architekten werden, die haben ja, ne, die waren ja froh, dass also die vorbei ist, die Nazizeit. Natürlich hat es viele dabei gegeben, die gelitten haben und die natürlich beschädigt waren auch, das ist ganz klar. Aber es war nicht das Hauptthema bei uns. Das Hauptthema war nur Kunst, was war, was haben wir versäumt, was irgendwo war, was wir nicht wussten. Die bizarren Formen der Ruinen, die erschütternde Gäste der Armut werden zum Symbol einer Zeit, die von der Kunst ebenso gedeutet werden will wie die Epochen des Glanzes und des Reichtums. Der große Vorteil der Akademie der Bildenden Künste am Schillerplatz war, dass alle aus den Bundesländern, die begabt waren, die sind nach Wien gekommen an die Kunstakademie. Daher war der Mix, junge Leute aus den Bundesländern haben sich getroffen in der Akademie der Bildenden Künste, haben debattiert, diskutiert, gestritten und da hat es eine Auseinandersetzung gegeben. Das war toll damals. Es wurde in der Akademie ein Sommersemester gemacht, so durstig schienen die Menschen zu sein nach bildender Kunst.
wurde eröffnet, eigentlich ein Sommersemester, damit man keine Zeit versäumt. Und ich als freier Student gehe die Stiegen hinauf, rechts ein Zentauri, links ein Zentauri. Ich war sehr glücklich. Es war bummvoll. Ich war beim Andersen im ersten Semester, da ist eine Staffelei neben der anderen gestanden und alle haben das Modell abgemalt, auf Teufel komm raus. Da war, man hatte, also so habe ich das in Erinnerung, man hatte das Gefühl, die Leute sind die ganze Zeit halb erwürgt, die Kunst betreiben wollten. Ne? Und jetzt ist das Band weg und jetzt malen wir ganz wurscht, was rundherum passiert. Und das waren auch die richtigen Leute da. Die jungen Leute waren von einem Heißhunger besessen und haben Einflüsse aufgenommen, woher sie immer die erhalten konnten. Ein wichtiger Beitrag war da die Bibliothek der Musikakademie. Dort hat jemand die Säuberung der Bibliothek von aller entarteten Kunst verhindert und die Sachen in einem tiefen Keller deponiert. Und die sind wieder heraufgekommen und wir haben rucksackweise über Wochenende da Notenmaterial studiert. Ich muss sagen, wenn ich heute nachdenke, ich hätte mir vieles erspart an grausigen Dingen, die mir auch passiert sind und schreckliche Dinge. Trotzdem, ich möchte die Zeit nicht missen, denn ich habe damals eigentlich erst, bin in einem goldenen Käfig im Cottage aufgewachsen, habe ich eigentlich erst begriffen, was Leben ist und was es heißt, auch wenn man Hunger hat und wenn man zuerst zumindest glaubt, kein Zuhause zu haben und am Boden schlaft. Und ich möchte die Zeit nicht missen. Sie hat mich einiges gelehrt, ich habe einiges begriffen, was ich nie kennengelernt hätte. Und das hat vielleicht einiges dazu beigetragen, dass ich heute im hohen Alter von bald 89 Jahren eigentlich ein recht glücklicher Mensch bin und finde, eigentlich dankbar bin für alles, was es gibt. Tauschen, handeln, flirten. Der Hunger macht in den ersten Friedensjahren erfinderisch. Was man hat, wird zu Markte getragen. Schleichhandel und Schwarzmarkt lassen den Blutkreislauf der Gesellschaft pulsieren. Ich weiß natürlich, dass wir auf dem Land alles bei den Bauern umgewechselt haben gegen ein Kartoffel oder gegen ein Löffel Schmalz oder so. Und ja, da waren pelzgefütterte Mäntel, das ist alles verschwunden in unseren Bäuchen. Aber wir haben es überlebt. Es gab sehr viele Leute, denen es nicht gut ging. Das glaube ich auch. Leute, die nichts zu essen hatten, nichts zum Anziehen hatten. Das war alles bei mir nicht so. Denn ich habe bald durch den Film die Amerikaner kennengelernt. Marcel Pravi und den Häusermann zum Beispiel. Wir befinden uns bei einer Regiebesprechung des US-Wandertheaters in Wien. Helene Thimig gibt hier die letzten Anweisungen zu dem Stück Meine Schwester Ellen von Josef Fields. Nachher das Schauspiel Die Straße von Cavalcere des Österreichers Harald Susanek, das unter der Regie von Ernst Häusermann hier seine Uraufführung erlebt. Und die haben uns dann versorgt mit Essen noch und wieder. Jeden Tag kam irgendwas aus der PX. Ja, das rührt mich sehr. Als letzte, aber nicht unwichtigste Darbietung, speziell für die Jugend, eine Marionettenversion der Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain. Das Theater geht nun auf Tournee durch ganz Österreich. Dadurch wird der Bevölkerung bei freiem Eintritt Gelegenheit gegeben, mit modernen amerikanischen und österreichischen Autoren Bekanntschaft zu schließen, denn die eindringlichste Sprache der Verständigung zwischen den Menschen ist nun einmal die Kunst. Wir wurden ja auch unterstützt. Das wollen wir mal nicht vergessen. Wir wollen nicht die ganzen Care-Pakete vergessen, die ganzen Sachen, die aus der Schweiz kamen. Also wir wurden unterstützt und man hat doch immerhin den Aggressoren, als sie den Krieg verloren haben, geholfen von allen Seiten. Das muss man schon sagen.
mein Glück war, ich habe zwei Glückssträhnen gehabt, bin überhaupt ein Glücksmensch. Der eine Glückssträhne war, dass ich nie geraucht habe und daher meine Zigarettenmarken oder später auch meine Zigaretten, die ich geschenkt gekriegt habe von den amerikanischen Soldaten, auch von den Russen, weil ich habe immer karikiert. Und die Russen haben sie immer angebrüllt, Ura, Ura! Und haben dann lauter Uhren gehabt. Da habe ich viele Karikaturen gemacht darüber. Und das haben mir die Amerikaner abgekauft. Aber natürlich haben die mir kein Geld gegeben, sondern haben mir Zigaretten gegeben oder Schokolade, weiß ich noch. Und einmal hat mir ein amerikanischer Soldat, ein ganzer Junge, es war ein Deutscher, der ist als amerikanischer GI dann zu uns gekommen ist. Und der hat mir einmal sogar gegeben, weil das war damals Kapital, Seidenstrümpfe. Jetzt ich, was mache ich mit Seidenstrümpfe? Habe damals keinen Verbrauch gehabt. Ich habe niemanden gehabt, den ich hätte die Seidenstrümpfe gegeben. Aber die habe ich dann halt getauscht am Resselpark. Weiß auch niemand, was das war. Da war ich Schleichhändler. Habe Zigaretten dorthin gebracht und habe mir andere Sachen genommen. Oder eben die Seidenstrümpfe hingebracht. Die haben mir die Damen aus der Hand gerissen, weil es hat es damals nicht gegeben. Ja, das waren so, so war es halt bei uns. Ja, natürlich. Also die Amerikaner waren erstens einmal wahnsinnig liebenswürdig, diese Amerikaner, die ja geborene Wiener waren. Ja, und die haben uns auch wahnsinnig geholfen mit Essen und haben uns immer diese Care-Pakete geschickt, die aus den amerikanischen Geschäften waren, in die wir ja nicht hinein konnten. Da war alles zu kaufen, was es nur gegeben hat, bis zum Nagellack. Ich habe den Nagellack aus der amerikanischen PX bekommen. Und die Amerikaner haben natürlich Leute wie wir, also junge Schauspieler, zu denen ich jetzt schon gehört habe, sehr verwöhnt mit Liebenswürdigkeiten und Aufmerksamkeiten. Sie waren besonders nett, die Amerikaner. Diese unmittelbare Nachkriegszeit war eine Zeit für einen Menschen, der kein Nazi war, der das alles nicht wollte, war das eine wunderbare Zeit. Und es ist ja interessant, man macht ja auch seine Erfahrungen. Also es war auch die ersten Jahre, vor allem die ersten, also 5, 6, 47, 48, dann war es schon 49. Diese Zeit, wo eigentlich alle nichts hatten, außer ein paar Schleichhändler, da waren die Menschen sehr nett. Die waren hilfsbereit, sie waren für einen da. Man hat geteilt. Ich habe damals die Erfahrung gemacht, den Charakter eines Menschen lernt man nicht kennen, wenn es ihm schlecht geht. Den lernen sie kennen, wenn es ihm gut geht. Wenn es ihm schlecht geht, sind alle Leute nett. Also meine Kinder sagen schon, ihr habt es ja gut gehabt, weil bei euch konnte es nur bergauf gehen. Und das stimmt. Nun sind meine Kinder ja auch schon keine Kinder mehr und meine Enkelkinder auch schon erwachsen, aber die haben es schwerer. Meiner Meinung nach haben sie es heute schwerer, weil wir weniger Wünsche hatten. Wir waren bescheiden, nicht weil wir so lieb und so brav waren, sondern weil wir so gewöhnt waren, dass mehr war das. Wir waren ja nicht besser erzogen als die unsere jetzt. Aber es gab halt nichts, also da kann man leicht genügsam sein. Und wir haben uns über alles gefreut. Also das waren alle arm, aber ich war natürlich noch ärmer, weil ich hatte ja überhaupt keine Reserven. Nicht? Ich habe seit meinem 10. Lebensjahr keine Schuhe mehr gehabt. Nicht? Und ich habe nur so Holzsandalen gehabt. Das war, und natürlich habe ich keine Form gehabt. Nicht? Naja, da war ich mal im Turmatelier, wo wir heute waren, wo ein Expressionist, ein toller, hochbegabter Mensch, der Stark, den gibt es noch. Und der war ein Kärntner und als Kärntner kriegt man Speck geschickt. Und wenn man Speck hat, hat man natürlich auch Farbe. Und der hat expressiv gemalt mit Spachteln. Und immer wenn der Kollege Stark in der Mensa war, dann hat der Kollege Brauer mit einer Stecknadel
seine Glanzlichter angestochen hat. Es bildet sich ja eine Haut auf der Ölfarbe. Ich habe das ein bisschen gemolken und habe damit gemalt, eine sparsame Maltechnik, der ich bis heute treu geblieben bin. Tatsächlich waren die ersten, die an die Öffentlichkeit getreten sind, diese Gruppierung von figurativen Fantasiemalern, was man später genannt hat, die Wiener Schule des fantastischen Realismus. Das wurde ja nie gegründet, das war nie eine Schule, das ist uns einfach passiert. Ne? Dann hat mich die Mode natürlich mitgerissen. Ich habe es geliebt. Und diese neue Mode war ja wunderschön, behauptet man. Heute findet man es ein bisschen komisch, nicht? Der Frühling steht vor der Tür und dank der Pariser Modistin Maud Roser blühen bereits die Blumen auf den Hüten der schönen Frauen. Antonio hat zu diesem Hut auch die passende Haartracht erfunden. Trotz kurzer Haare ist sie sehr weiblich. Für den Abend Lackgarnituren. Ich war damals in der Modeschule, die war da, hat damals noch nicht Hetzendorfer Modeschule geheißen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die geheißen hat, anders. Sie war im dritten Bezirk sogar. Und ich war dort furchtbar gern und habe also viel gearbeitet und war nur eingerichtet eigentlich auf Mode, Mode. Blumen, Blüten, schöne Frauen in traumhaften Kleidern, eine wahrhafte Harmonie von Schöpfungen der Natur und der modischen Kunst. Es war so, ich bin von der Modeschule nach Haus gegangen mit dem Schultasche im Arm und da kam mir entgegen irgendein Mann, den ich gar nicht beachtet habe und gar nicht gesehen habe, der ging mir eine Weile nach. Und dann plötzlich hat er mich angesprochen und hat gesagt, er ist Regisseur und er möchte von mir Filmaufnahmen machen, Probeaufnahmen in Sievering, im Atelier in Sievering. Das, glaube ich, gibt's gar nicht mehr, nicht? Das ist ja. Also jedenfalls, der hat mich eingeladen zu Probeaufnahmen und ich bin da auch hingegangen. Das war sehr aufregend für mich als junges Mädchen. Ich habe natürlich von Film hätte ich ja geträumt, aber es war vorerst war nur Mode interessant. Und ich war neugierig, was mir da passieren wird. Und es passierte mir auch was Merkwürdiges. Ich ging dort hinein und da kam mir ein kleiner Mann entgegen und sagte, Sie spielen bei mir die nächste Hauptrolle, eine Hauptrolle. Das war Gesa von Schifra. Und Gesa von Schifra hat wirklich damals den Film gemacht, Glaube an mich. Also jedenfalls die Probeaufnahmen fanden statt und ich bekam die Rolle. Immerhin. Nein, schauen Sie, es hat ja keinen Sinn, wenn Sie heute zum Beispiel als Anfänger in das Burgtheater kommen, dann sind Sie zwar Burgschauspieler, aber da müssen Sie ja spielen auch. Und als junger Mensch, also spielt man relativ wenig in einem so großen Haus. Und das ist für einen Anfänger so fatal. Ich bin ja, wenn ich rausgekommen bin, wollte ich spielen und wollte mich näher kennenlernen, was ich kann und wie weit es geht. Und das kann man in der Provinz, konnte man damals natürlich sehr gut, ohne der Provinz nahe zu treten, hat eine ganz wichtige Funktion, die Provinz, gehabt. Heute hat das Fernsehen die Provinz übernommen, kann man sagen, ja. Und ich habe damals als junger Musiker auch in Salzburg angefangen, Unterhaltungsmusik zu machen, als Hotelpianist und mit meiner kleinen Band in einer Bar gespielt und so. Es war eine wunderbare Zeit natürlich, irgendwie eine Aufbruchzeit, an die ich mich gerne zurückerinnere, aber wo man überhaupt nicht wusste, wo die Reise hingeht. Wien war die Stadt, in der ich als ganz, ganz junger Musiker mit 17 Jahren ein Festival gewonnen habe, ein Kompositionsfestival. Das war schon ein Signal für mich. Und dann habe ich in Wien die großen Musiker kennengelernt aus der klassischen Musik, genauso wie die Jazzmusiker, also Joe Savinul und Charlie Drevo, den Saxophonisten, und Hans Salomon, der übrigens heute im Konzert hier ist. Denn ich freue mich wahnsinnig, ihn nach 60 Jahren wiederzusehen. Also das wird eine emotionale Begegnung werden. Das war ja sehr einfach in meinem ersten Engagement. Erstens mal, wie ich gewohnt habe, kein Geld gehabt. Und wie ich gewohnt habe. Und man hat dann am Abend, wenn man gespielt hat, hat man ja zu tun gehabt, klarerweise. Und nachher
hat man sich ein bisschen entspannen können. Und dann bin ich manchmal in das Café ausgegangen, wo der Bockemann, also der Udo, damals gespielt hat. Er hat so im Stil von Nat King Cole gespielt und gesungen. Und da bin ich dann oft in das Caféhaus dorthin gekommen. Ich habe dann nachher eine Blinddarmreizung bekommen und musste ins Krankenhaus. Ich wollte eine Rolle nicht spielen, die war so grauenhaft, dass ich sagte, ich kann als Anfänger dem Direktor nicht sagen, das spiele ich nicht. Also habe ich mir gesagt, wie kann ich da um die Rolle herumkommen? Und habe das so suggeriert, dass ich eine Blinddarmreizung bekommen habe. Ich musste ins Krankenhaus, wurde mir ein Blinddarm genommen und da hat mich der Udo besucht dann. Ein Gegenbesuch, nicht im Kaffeehaus, sondern da. Und die haben mich dann zu sich eingeladen, die haben ein schönes Gut dort gehabt und dort habe ich eine gewisse Rekonvaleszenz verbracht und er hat Klavier gespielt und ich habe Trompete dazu gespielt, weil ich ja Musik auch studiert habe in der Akademie und das war fatal, weil immer die Narbe aufgeplatzt ist durch die Anstrengung, aber wir haben musiziert, dass es nur so gerauscht hat damals. Wir waren damals befreundet, wir waren beide 20 Jahre ungefähr alt. Ich glaube, er ist ein halbes Jahr oder ein Jahr älter als ich. Und waren jeden Tag zusammen. Er hat bei mir ein bisschen Klavier spielen gelernt und war begeistert, wie ich so mittel Jazz spiele. Und dann haben wir jeden Tag musiziert zusammen. Und ich war immer im Theater und habe dort, wenn irgendwas Musikalisches zu machen war, habe ich dort auch ein bisschen mitgeholfen, mitgespielt und so weiter. Wir haben uns doch, glaube ich, 7 Jahre nicht gesehen, gell? Ja, stimmt, das war damals in Klagenfurt, da hattest du dein erstes Engagement am Theater. Ja. Du hast in einem Kaffeehaus Klavier gespielt. Ja, und die haben sie damals den Blinddarm rausgeschnitten. Ja. Vieles, was zuerst normal ist, ist dann im Laufe der Zeit oder im Nachhinein wird das dann etwas Besonderes, wenn diejenigen halt dann nicht mehr leben oder so. Weißt du, aber im Großen und Ganzen hat man das ja nicht gesucht, dass man da, weiß ich was, mit dem oder mit dem zusammen, das hat sich ergeben. Ja, und ich habe natürlich, wie ich gemerkt habe, ich kriege da was Zeit dafür, für die komischen Zeichnungen, Karikaturen, habe natürlich bei den Zeitungen dort Karikaturen untergebracht. Damals habe ich immer 10 gezeichnet und da haben sie eine genommen oder 2, aber immerhin. Ich habe ein bisschen Schillinge gekriegt damals und so bin ich als Student durchgekommen. Und die Lehrer, die wir dort hatten, sagen wir, der Gütersloh, das war ja ein wahnsinniger, aber herrlicher Schriftsteller, herrlicher Aquarellist. Und bei uns war es ja so, dass die Studenten in Architektur, muss ich jetzt sagen, nichts hatten. Die einzige Ausstellung, die es gegeben hat, das haben uns die Franzosen, das war der Corbusier. Weiß ich noch, in der Akademie. Und sonst hat es nur Kino gegeben für uns. Wir waren oft 3-mal im Tag im Kino, von einem Kino ins andere. Und, deswegen erzähle ich das, keine Zeitschriften oder ganz wenig. In Österreich, da gab es nicht sehr viel. Die Burg war noch nicht aufgebaut. Ich war hier in Wien, während ich hier gearbeitet habe, habe mich am Reinhardt-Seminar angestellt, so als kleiner Tischler, und kam zum Pförtner und der sagt, mein Nachgänger, sie ist auch schon besetzt. Also ich kam gar nicht, mich vorzustellen im Reinhardt-Seminar. Und dann bin ich 49 ins Seminar. Ja. Und das war eigentlich dann schon ganz normal. Ich meine, da waren Amerikaner dort, da war ein Franzose, der in der Besatzungsmacht war, der hat da auch studiert. Also das war dann schon eine sehr offene Sache. Wir haben im zweiten Jahrgang oder im ersten, das weiß ich nicht, haben wir in Strobel den Sommernachtstraum gespielt, da war ein großes Jamboree in der Nähe und das war ein großer Wirbel. Und bei dieser Premiere war zum Beispiel Thomas Mann zu Gast. Also lauter Öffnungserlebnisse, das war schön. Also es war teilweise schon eine Verführung, sagen wir, von finanzieller Art, denn so hochtrabend waren viele Filme nicht. Aber es war eine andere Zeit und der Film hat einen ganz anderen Stellenwert gehabt und man war eigentlich, konnte man froh sein, wenn man überhaupt in den Film hineingekommen ist. Und es war halt auch so eine Nachkriegszeit, wo die Leute sowieso viel Tragik erlebt haben und unterhalten werden wollte. Und so gesehen, zu der Zeit hat das absolut gepasst. Der ganze Schnee verbrennt, bei ihrem Lächeln schmilzt das Eis im Moment.
im November, Rosen im Dezember, Veilchen im Februar. Der Marcel Pravi, der war ein wahnsinnig guter Freund, der Beste eigentlich, den ich hatte. Und mit diesen Leuten war man eigentlich im Privatleben dauernd zusammen. Die hatten einen Künstlerclub, wo alle Schauspieler hingekommen sind, nach der Arbeit, nach dem Theater oder nach den Aufnahmen. Und der Häusermann war dort der oberste Unternehmer. Um den hat sich alles gedreht. Und natürlich war der Marcel Pravi auch dort. Der ist dann später, nicht viel später, sehr bald in die Volksoper gekommen und war dort Mitdirektor eigentlich und hat dort angefangen, das amerikanische Musical einzuführen. Das war sehr interessant, denn die Leute haben das bei uns nicht gekannt. In Amerika war das schon ganz groß heraus. Das ist ein Musical. Melodien, Witz und Rhythmus. Aber bei uns hat man es noch nicht gekannt und das war eine große Sensation. Kiss Me, Kate. Ein voller Erfolg für die Volksoper. Die öffentlichen Podien waren damals eigentlich den Jungen so gut wie versperrt. Da wurde der Neoklassizismus großgeschrieben. Und dem standen wir ja zum Großteil reserviert gegenüber. Aber es gab ein Bedürfnis, sich zu betätigen. Und eine Fülle von kleinen Konzerten. Wir haben uns eigentlich im Untergrund wohlgefühlt. Ich war Geiger und habe da so drauf los gespielt. Musik, die andere fürchterlich fanden. Aber allein diese Tätigkeit, dieses Tätigsein, direkt und ein Publikum zu haben, hat uns natürlich schon sehr viel bedeutet. Und dann bin ich eigentlich ganz langsam durch meine Frau, die ich damals kennengelernt habe, nicht gezwungen worden, da zu bleiben, sondern es war ganz einfach praktisch. Und das war ja auch eine ungeheure journalistische Aufgabe. Es war auch zu versuchen, mitzutun bei dem Wiederaufbau und bei einer neuen Richtung. Dass aus dem alten Österreich ein neues und, das ist, sagen wir, wie der Helmut Anditsch sein wegweisendes Buch Der Staat, den keiner wollte, genannt hat. Dies hier war, jetzt kam der Staat, den jeder wollte. Täter und Opfer begegnen einander in Konzertsälen, Theatern und Kaffeehäusern wieder. Über vieles wird der Mantel des Vergessens gebreitet, wie eine Schneedecke, die das Grauen verstecken soll, bis die Wahrheit ans Licht kommt, um rasch wieder verdrängt zu werden. Dass diese Zeit des Aufbruchs, wo man nicht zurück, sondern nur nach vor geschaut hat, und das war ja nicht nur für unser eins, die also hier gearbeitet haben, sondern es zog sich ja sogar so weit für die Menschen, die wirklich Grauenhaftes erlebt haben, die aus dem KZ kamen. Das war die Zeit, wo die darüber gar nicht geredet haben. Die wollten gar nicht darüber reden. Man hat gesagt, das jetzt nur nach vorblicken, nicht? Keine Frage, dass man versucht hat, aufzuarbeiten, was man erlebt hat. Das konnte ich am Anfang nicht. Das habe ich dann noch ein, zwei Jahre versucht und habe gesehen, dass ich das nicht kann. Weil zu schmerzhaft kommt es auch dann hilflos daher.
Das ist so, wie wenn ein Verliebter ein Liebeslied schreibt, geht's in die Hosen. Das kann er nachher. Also diese Erfahrung in der Kunst habe ich gemacht. Ne? Das muss verdaut sein, dann kann es bildlich oder musikalisch verarbeitet werden. Viel später, 40 Jahre, 50 Jahre später, konnte ich das. Das ist das Bildnis von meinem Vater. Das ist mein Statement für diese Zeit. Das ist seltsam. Ich habe natürlich in den 50er Jahren vieles komponiert, auch Vergnügliches. Aber dann Anfang der 60er Jahre, Ende 50er Jahre, die Spiegel, womit ich also ein Neuland betreten habe. Und 20 Jahre später ist mir zum Bewusstsein gekommen, dass in Spiegeln eigentlich Kriegserlebnisse ihren Niederschlag gefunden haben. Ich denke, dass die Spiegel und auch die nachfolgenden Werke, dass das natürlich schon auch mit meinen schrecklichen Kriegserlebnissen zusammenhängt, die man eigentlich sein ganzes Leben nicht mehr los wird. Die waren so junge Menschen wie ich, sind nicht davon ausgegangen, was jetzt passiert ist, war so schrecklich, dass man überhaupt nichts mehr machen soll. Es gibt nach Auschwitz keine Kunst mehr. Das würde in mir, mir hat keiner Nachhilfeunterricht geben brauchen über Nazifaschismus. Aber die Idee wäre mir nie gekommen. Nach Auschwitz gibt es nichts wie Kunst. Das Vergessen wir dran war ein sehr wichtiger Teil. Wichtig, um weiterleben zu können und wichtig auch zur Selbstfindung. Zu sagen, wir können schon vergessen. Wir sind stark genug, um zu vergessen. Da kam man sich einmal ein bisschen armselig vor. Und da hat man ja erst erfahren, also ob sie mir es glauben oder nicht, ich wusste wirklich nichts von den Gräueltaten, die im Dritten Reich geschehen sind. Ich wusste, vielleicht meine Eltern, aber die haben mit mir nicht drüber gesprochen. Und dieses Entsetzen hat man mit sich herumgetragen. Und hat doch das Gefühl, auch als junger Mensch gehabt, die werden sich jetzt denken, die kommt von dort, wo man sowas getan hat. Das hat schon gedrückt. Aber dann das Bewusstsein, dass wir haben wirklich gewusst, wir haben nichts getan. Nicht? Und dann dieses, wie man sich dann langsam aufgerappelt hat, doch ein Mitglied, ein anständiges Mitglied der europäischen Welt zu sein. Das war schon schön. Die Sehnsucht nach Frieden war in allen Völkern und bei allen Menschen so groß, dass der Freund, dass ein Feind relativ schnell zum Freund werden konnte. Man war froh, dass der nicht mehr mit der Waffe gegenüberstand. Ich verstehe es schon auch. Die Leute wollten im Moment Ruhe haben. Sie wollten unterhalten werden und Ruhe haben. Nicht? Es ist verständlich. Und wir waren auch damals politisch doch so, wir waren ja die Annektierten, wir waren ja die Opfer damals. Also mussten wir alle unsere lieben österreichischen Dinge ausbreiten. Und erst dann, als es sich ein bisschen gelockert hat, dass wir nicht nur Opfer waren, nicht? Da hat man die Themen auch ein bisschen geändert. Eine Studentin, die älter war wie ich, sehr unterschiedlich, die kam irgendwie aus Tschechien, wurde vertrieben, war eigentlich auch Opfer, aber war natürlich als Jugendliche eine glühende Nationalsozialistin und Antisemitin, selbstverständlich. Und für sie war das irgendwie ein prickelndes Erlebnis, da einen Juden kennenzulernen. Ne? Und ich, für mich war es ein prickelndes Erlebnis. Ich habe in ihr natürlich so eine SS-Bonzen, das weiß ich nicht, sie war Krankenschwester. Ne? Aber in meiner Fantasie ist sie natürlich mit Röhrenstiefeln herumgegangen und hat
und mit einem Stöckchen und so, was man sich halt so vorstellt als Jugendlicher. Wir waren kein Opfer. Wir waren kein Opfer, das wissen wir. Aber das war ja günstiger, uns als Opfer zu bezeichnen. Ne? Je länger die Zeit zurückliegt, desto mehr kommt die, naja, das war einmal. Wir haben es ja doch geschafft. Es geht ja. Wir haben unser Staatsbewusstsein. Wir wissen, was wir wollen. Wir wissen, was wir darstellen. Das hat sicher mit Bruno Kreisky angefangen. Mit Cancun, United Nations und Ähnliches, dass hier ein Bewusstsein gekommen ist. Und dieses Staatsbewusstsein und dieses Nationalbewusstsein ist, glaube ich, auch ein Teil des Vergessenwollens oder Vergessen-Dürfen. Marthe Harell und Robert Lindner eröffneten mit einem Walzer den Filmball. Prominente und solche, die es werden wollen, gaben sich auf diesem Fest ein Stelldich ein. 1949 hat mich meine Mutter eingeladen, weil sie ist ja Schweizerin gewesen, zu einer Reise in die Schweiz. Ich hatte dort viele Verwandte. Ich wurde verwöhnt und vollgestopft mit allem, was es gab. Ich habe es nicht so lange ausgehalten. Den Mittelpunkt des umfangreichen Programms bildete eine Schönheitskonkurrenz. Und schließlich lassen sich Ballkönigin und Ballkönig von ihrem Volk bewundern. Ich habe gefunden, nein, ich will wieder zu uns nach Hause, da ist was los. Da tut sich was. Hier ist alles so gesettelt in der Schweiz. Nicht? Und das war herrlich. Ja. Ich erinnere mich, wie die Hedwig bleibt treu, ihren Geburtstag 90 oder 85 gefeiert hat, noch im Ronacher. Und ganz einfach, als irgendjemand fragte, was sie sich eigentlich wünscht, hat sie auf die Loge geschaut, wo der Bundeskanzler und der Finanzminister Kamitz gesessen sind und gesagt hat, ich will das Burgtheater. Die Krönung der wiedergewonnenen Freiheit Österreichs war in Wien die feierliche Wiedereröffnung der beiden Staatstheater am Ring. Den Auftakt bildete eine Festaufführung von Grillparzers König Ottokars Glück und Ende im Burgtheater. Knapp vor Beginn fuhr der Wagen des Bundespräsidenten vor. Na, unendlich gefreut, weil das Burgtheater war ja für mich in den letzten Kriegsjahr vor allem, nicht? Letzten anderthalb Jahre. Da war ich ja dort sozusagen zu Hause. Bin wann's immer auf der vierten Galerie da gestanden und habe alle Schauspieler angebetet. Der Zuschauerraum, ein Meisterwerk modernen Theaterbaues, bot ein prächtiges Bild. Dann hob sich zum ersten Mal nach 10 Jahren der Vorhang zu einer mit starkem Beifall aufgenommenen Vorstellung. Wo ist der König? In der Speise auf Fest! Er nimmt die Lehen. Interessant war, dass die Eröffnungsvorstellung von König Ottokars Glück und Ende, ja, ein patriotischer Schinken und das war ganz hübsch, aber das war kein großes Kunstereignis. Das wirklich große Ereignis war die zweite Vorstellung der Don Carlos mit dem Oskar Werner und mit dem Werner Kraus. Das war großartig. Ne? War eine großartige Vorstellung von Gielen inszeniert. Und da war es eigentlich erst, da hat man gesagt, so, das ist das Burgtheater, ne? Ja, das war sehr schön. Ein Stück vom Hasenclever, das hieß Die sechste Frau. Es ging mir heimlich den 8. und das war ein bisschen lustig. Da hat es schon geheißen, vom Kultusministerium her, na, also sowas passt aber nicht ins Burgtheater. Wir waren noch, wir mussten lang kämpfen, dass man nicht so konservativ geblieben ist. Hier ist ein wunderbar feiner Platz für unsere Probe. Ja, der Grasfleck da ist unsere Bühne. Und der hohle Baum dort unsere Garderobe. Wir wollen es gleich echt und richtig machen. Gerade so, wie wir es vor dem Herzog machen wollen. Ich war dann 16 oder 17.
also Sartre, es hat mich fasziniert, nicht? Dann habe ich immer was gehört von Existenzialismus, habe überhaupt nichts verstanden, keine Ahnung. Ich wusste nur, dass die sind immer so schwarz. Also ab da trug ich schwarze Rollkragenpullover und das war mein neuer Aufbruch in die neue Welt. Ich habe eine Freiheit empfunden. Unglaublich. Da hat es einige Highlights gegeben, die die Szene belebt haben, gestört haben oder befürwortet haben. Das war die Akademie der Bildenden Künste am Schillerplatz, das war der Art Club im Kärntner Durchgang und das war der Monsignore Mauer mit seiner in der Grünanger Gasse. Und die drei Punkte haben alle Leute, die gekommen sind aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Frankreich oder wie wir aus den Bundesländern, haben das dort betreut. Die jungen Künstler von Wien haben sich unter Mithilfe von Architekt Oswald Hertl ihr Heim eingerichtet, echter als in Paris. Tagsüber Galerie ist der Strohkoffer, das ist der Spitzname, den das Kellerlokal unter der Kärntnerstraße sich erworben hat, abends Treffpunkt von Komponisten, Schauspielern, Bildhauern, Schriftstellern und Kunstfreunden. Diskussion und Kritik erhitzen die Gemüter und Geister. Die jüngsten und neuesten Werke zeigt man einander. Ja, und dann gab es natürlich auch den Art Club in den 50er Jahren, mit dem Strohkoffer, wo wir mit dem Kann und dem Kont auch gespielt haben und dabei natürlich alle, die Maler kennengelernt haben, Brauer, Hausner. Und dort haben wir unsere eigenen Kompositionen gespielt, aber auch Stravinsky und auch Honecker und Satie, der damals in Wien so gut wie ganz unbekannt war. Jean Cocteau, der Pariser Maler, Verzeihung, der Schauspieler, oder besser gesagt der Philosoph oder Filmregisseur, also man weiß nicht, wie man diese universelle Begabung richtig nennen kann, ist in Wien für einige Tage eingetroffen. Er hat französischen Esprit und echte Pariser Atmosphäre mitgebracht. Die Pariser haben dann Wien entdeckt im Laufe der Zeit und sind dann zu uns gekommen und haben dort diskutiert, da war der Arnulf Reiner schon dabei. Die Lassnig war dabei. Alle, die jetzt berühmt sind oder noch berühmter werden, waren eigentlich im Strohkoffer. Bei seinem Besuch im Art Club war rasch zwischen Paris und Wien eine kulturelle Brücke geschlagen. Und natürlich die Privathäuser, Privatwohnungen, wie der Kurt Moldovan, einer der größten Zeichner, den wir hatten. Und dort waren wir immer versammelt, immer ein paar Mädel und ein paar Buben, war immer sehr lustig. Und die Künstler, die da waren, waren der Oskar Kokoschka, den wir verehrt haben alle, der Paris Gütersloh an der Akademie schon. Die Leute, die nicht dort dabei waren, waren ja Gegner von uns alle. Das waren so, ja, und die haben ja alle auf uns geschimpft. Die haben immer gesagt, ja, die Existenzialisten rennen schon wieder umeinander. Lange Haare, ich nie, ich habe nie lange Haare gehabt. Und ja, das war die Bewegung der 50er Jahre. War natürlich, das war sehr originell, nicht? Und das war schon so ein Hauch von Paris, nicht? Strohkoffer und Art Club, da wurde auch ausgestellt und da wurde gediskutiert über Kunst. Aber ich bin da nicht in den Vordergrund getreten. Ich war dort und natürlich habe alle gekannt, habe überhaupt ein kleines Bild dorthin gehängt dann. Später im Havelka hat sich das ein bisschen fortgesetzt. Da war ich natürlich dann schon Erwachsener und da war ich dann schon öfters nicht. Aber ich bin bis heute, wenn ich nicht mag, habe ich das Gefühl, ich tue meine Zeit verscheißen. Ne? Im Strohkoffer nicht so sehr, aber das hieß Tabarei und dann für die George auch am Petersplatz war unten sein Lokal und ja, die habe ich alle gekannt. Nein, mit der Zeit war ich sehr musikalisch in der Richtung verbunden. Was für ein wunderbares Jahr 1955. Staatsoper und Burgtheater werden mit Stolz und Glamour eröffnet, die Szene blüht mit revolutionärer Allüre und dann geschieht auch noch ein politisches Wunder. Der Staatsvertrag reißt Österreich in einen Freudentaumel.
war eine Regierung, wo man das Gefühl hatte, mit Schmäh, mit Schlauheit, vielleicht auch nicht immer ganz mit der Wahrheit, haben sie uns immerhin einen Staatsvertrag eingehandelt, nicht? Und das war toll. Österreich ist frei! Und das hat uns damals auch sehr, sehr berührt, als Fiegel da oben stand und sagte, Österreich ist frei. Endlich waren wir frei. Ich habe das natürlich mitbekommen, da war ich noch sehr jung und ich sehe noch am Balkon, was sich da alles abgespielt hat, die Diskussionen, die dann kamen und dieser Neutralitätspakt, der da geschlossen wurde. Mir war der nicht ganz geheuer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich deutlich gespürt habe, dieses Land wird westlich orientiert leben. Wir werden nicht östlich orientiert leben, wir werden nicht kommunistisch leben, wir werden kapitalistisch leben. Und deswegen fand ich persönlich diesen Neutralitätsvertrag nicht ganz ehrlich. Das zeigt dieses Bedürfnis des Menschen in allen Bereichen eine Harmonie zu sehen und auch eine Sehnsucht nach einer solchen, die aber sicherlich Utopie bleiben wird. Aber ich glaube, das Experiment, aus den Trümmern einen Staat zu machen, die Österreicher sind ja erst 1955 geboren worden, vorher gab es ja keine. Und vielleicht hat es sich gelohnt, oder so. Auf jeden Fall war es aufregend, dabei zu sein.